Okay, Matthias, willst du dich mal kurz vorstellen? Hallo, ich bin Matthias und ich werde jetzt YouTube-Star. Das ist doch mein Job. Wir sind hier im neuen Forschungsgebäude des Forschungscampus Stimulate im Röntgenlabor, in einem der Röntgenlabore, hier wo wir aktuell das Forschungsprojekt KIDS-CT bearbeiten und wir bauen einen Computertomographen. Und was genau tust du hier? Ich kümmere mich um alle mechatronischen Komponenten, die an so einem Computertomographen dran sind und dran gehören. Wie baut man einen Computertomographen? So ein How-to-Bastel-Computertomograph? Naja, so ein Computertomograph besteht erstmal aus verschiedenen Komponenten. Und diese Komponenten müssen alle irgendwie zusammengeführt werden. Und ja. Wo sind da die größten Schwierigkeiten? Also die Röntgenkomponenten, also sprich Röntgenröhre, alles was da ringsrum dazugehört, Detektor, das erstmal zu bekommen, weil die bauen wir natürlich nicht selber, das ist ein bisschen zu komplex jetzt für den ersten Schuss. Und dann muss man sich in die anderen Sachen so nach und nach reinarbeiten, was dann alles mit dazugehört. Also die Gantry, also Stator, Rotor, alle möglichen Motoren, Steuerungssysteme, was da alles mit dazugehört. Ist eine ganze Menge. Das ist unsere Gantry. Also sprich, der große dunkelgraue Kasten ist so der Stator und dann haben wir hier so diese hellstrahlende Scheibe, das ist unser Rotor, unsere Scanner-Disk. An dieses Scanner-Disk kommen nachher diese ganzen Röntgenkomponenten dran. Man sieht jetzt hier schon so diverse Aufnahmen für diese ganzen Röntgenkomponenten und so diverse dicke Kabel und solche Sachen. Da kommen nachher die ganzen Sachen dran, die da hinten noch schön in der Kiste schlummern und komplettieren dann das CT. Also ich kann jetzt mal zum Beispiel zeigen, also hier an dieser Stelle ist dann nachher die Röntgenröhre angebracht und direkt gegenüber, irgendwo dieses schöne Frästeil liegen haben, der Detektor, dann so ein Kühlsystem, was dann hier drauf hängt, ein Generator noch mit drauf, dann diverse Steuerungskomponenten, die hier noch auf den Konsolen sitzen. Also wir haben hier beispielsweise einen Direktantrieb innerhalb dieser Gantry. Das heißt nicht mehr so einen alten Waschmaschinenmotor mit so einem Riemen dran, sondern schon was Topmodernes. Und wenn man sich das Ganze mal von hinten anguckt, dann sieht man auch noch, wie das Ganze mit dem Strom auf der Kiste funktioniert. Das ist auch ganz interessant. Genau, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, also wir haben ja ein rotierendes System und irgendwie muss ja der Strom, der da benötigt wird für den Generator und für die Röntgenröhre und überhaupt alles irgendwie auf die rotierende Seite hoch. Und das geht ja immer nicht ganz so einfach mit Kabel. Deswegen haben wir hier so ein Schleifringsystem. Das heißt, wir haben hier so ein paar Messingringe drin und hier dann so ein paar Kohlebürsten. Und darüber wird dann dieser Strom übertragen auf die rotierende Seite. Und wenn man sich einfach mal so anguckt, was für Kabel wir hier so an der Wand langlaufen haben und die dann da auch reingehen, also die Elektriker sind ja jetzt gerade dabei, das alles anzuschließen, sieht man, das ist ein bisschen was da drauf geht. Du bist begeistert. Ich bin begeistert. Kann ich das nochmal drehen? Kannst du es drehen? Per Hand. Okay. Wir haben ja noch keinen Strom. Ja, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir das manuell drehen, weil wir hier noch so ein paar einzelne Kabel hängen, weil halt noch nicht alles installiert ist. Aber wir können es drehen und wie man sieht, es dreht. Wuhu! Deswegen sollte man das nicht machen mit den Kabeln, wenn sie los sind. So, also es dreht. Tada! Wie viele seid ihr hier? Also ich sag mal so 5 Mitarbeiter ungefähr, so über den Daumen immer mal plus minus, je nachdem. Und eine ganze Armada an Hiwis, die hier fleißig mitarbeiten und ja. Zum Thema Design, habt ihr da auch so ein Modell? Also erstellen die dann auch Modelle oder macht ihr das eher so frei Schnauze? Nein, wir haben zum Thema Design auch Modelle. Also wir haben einen Designer jetzt bei uns oder für uns neu gewinnen können, für Stimulate allgemein. Der hat vorher hier bei uns im KIDS-CT-Projekt das Design für den kompletten Computertomographen gemacht. Davon haben wir ein kleines Modell. Dort wurden dann auch im Zuge von Nutzerstudien, die durchgeführt werden sollen, ein großes Pappmodell gebaut von unserem Computertomographen.
Das steht jetzt gerade nicht mehr aktuell im Labor, weil dort ein bisschen wenig Platz ist gerade. Das können wir aber auch nochmal zeigen. Da müssen wir dann nochmal in eine andere Kammer verschwinden. Wie viel kostet der Spaß so? Viel. Millionen. Vier Millionen. 4 Millionen. Aber mit L, ja? Also ich kann sagen, das gesamte Forschungsprojekt, was wir hier bearbeiten, ist mit, glaube ich, 4,5 Millionen gefördert. Wird das Ding am Ende auch funktionieren? Also kann man das so richtig verwenden? Ja, der Computertomograph wird am Ende funktionieren. Daran arbeiten wir ganz hart. Aber wir werden ihn nicht in den klinischen Einsatz bringen können oder am Menschen halt mal erproben können, weil einige Komponenten dafür einfach gar nicht freigegeben sind. Und wieso baut ihr es dann? Dadurch, dass wir das ganze System komplett selber bauen und dementsprechend auch die ganzen Schnittstellenspezifikationen haben, können wir halt wirklich an jede Schnittstelle ran. Also wir können Sachen anbauen, wenn man jetzt vom Mechanischen redet, oder irgendwelche Sachen weglassen. Und wir können softwareseitig wirklich überall ran und dort entsprechend dann die Rohdaten abgreifen, was man vielleicht bei kommerziellen Systemen nicht so bekommt. Das heißt, wir haben wirklich die Rohdaten und nicht irgendwelche vorverarbeiteten Daten. Das heißt, wir können sehr viel mehr Informationen aus den Daten rausziehen, also was jetzt die Bilddaten sind. Wir können diese Daten auch verheiraten mit anderen Daten von anderen Modalitäten, also beispielsweise vom Ultraschall, von irgendwelchen Oberflächenscannern und so weiter und so fort, um dadurch dann am Ende bessere Bilder zu bekommen und Bilder aufzunehmen mit weniger Dosis. Das ist ja eigentlich immer so das obere Ziel bei der Computertomographie, die Dosis zu senken. Und wie kann man so die Dosis reduzieren? Ja, man kann die Dosis reduzieren. Einmal natürlich, indem man direkt Strom und Spannung der Röhre anpasst und weniger Röntgenstrahlen auf den Patienten loslässt. Man kann das Ganze aber auch über einen Kollimator beispielsweise einfenstern auf den Bereich, den man eigentlich nur betrachten möchte und nicht den kompletten Patienten. Genau, und das macht zum Beispiel der Jonas in einem Projekt jetzt gerade, in seiner Bachelorarbeit. Ja, das können wir uns da drüben angucken. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut sieht, aber hier dieser schwarze Kasten, wenn man hier reinfüllt, das ist ein sogenannter Kollimator. Und der wird vor Röntgenquellen geschaltet, um so ein bisschen die Röntgenstrahlung zu dosieren. Und wie funktioniert das? Ja, bei mir wird quasi über diesen kleinen Mikrocontroller werden Signale über das gelbe Kabel an den Kollimator geschickt. Und dann werden die Positionen, die diese Shutter fahren sollen, vom Kollimator, werden dann an den Kollimator gesendet. Und der verarbeitet die weiter und fährt dann seine Shutter an die Position. Wie doof ist das mit Matthias als Betreuer? Das ist überhaupt nicht doof, das ist super. Also Matthias hilft mir überall und hat auch zu jedem Problem, wenn ich mal ein Problem habe, auch eine Lösung. Und das ist super, das Verhältnis hier. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Du hattest jetzt über eure Maschinenbau- und Design-Hiwis geredet. Was könnte man als Medizintechnik-Student hier für Projekte übernehmen? Alle. Prinzipiell alle, also Medizintechnik ist ja von Haus aus relativ breit gefächert. Gut, an der einen oder anderen Stelle fehlt vielleicht ein bisschen was an Hintergrundwissen, aber prinzipiell bei sehr vielen Projekten, die wir hier haben, können eigentlich Medizintechnik-Studenten direkt reinsteigen, wenn sie die entsprechenden Kurse vorab schon belegt haben und das Wissen mitbringen. Ich stelle die Fragen und ich möchte gewisse Antworten hören. Das sind hier die Voraussetzungen. Okay.